Yo Leute, was geht ab? Euer Parrot ist mal wieder heute am Start für euch mit einem neuen Video. Heute haben wir ein Live-Opening von dem allbekannten sogenannten Cyber Weekend, beziehungsweise das heißt jetzt Cyber Week, weil es für eine ganze Woche verfügbar ist. Und ja, wir haben, wie wir es angekündigt haben, heute das allerletzte Mal. Ab heute oder ab morgen, sag ich mal, sind wir mehr oder weniger free to play. Das Siegel vielleicht noch, aber sonst wird da nie wieder irgendwas sein, zumindest die nächsten ein, zwei Jahre mindestens, falls das Spiel dann überhaupt noch interessant ist. Also ich frühestens 4. Juli oder nächsten Cyber Weekend, und dann kommt es auch nochmal darauf an, wie ich Laune und Lust habe und auf die Wiedersituation. Ja, aber wir schnacken nicht lange, wir fangen direkt an. Ist sehr ungewohnt für mich mit Webcam bzw. mit Livecam, aber ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll, hier in die Kamera direkt oder hier sehe ich mich halt selber im Bildschirm, ne? Naja, wir fangen nämlich direkt an. Wir haben ein paar schöne Sachen. Einmal haben wir 50 Paragon Crystals, und dann machen wir es so. Ich tue noch nebenbei, um auf Nummer sicher zu gehen. Man weiß ja nie. Nehme ich das noch separat auf. Falls irgendwas schief geht, dann habe ich nochmal zumindest die Recordings und kann dann nochmal so drauf aufnehmen. Auf jeden Fall, wir haben 50 Paragon Crystals und danach haben wir 7 Sterne Kristalle. Und dann, ich weiß gar nicht, was wir noch alles haben. Also wir haben Titan Crystals, aber ich denke, ich werde bei den Titan Crystals warten. Ungefähr eine Woche, glaube ich, oder zwei. Dann wird nämlich der Pool geupdatet und es sind da einige Gems gerade drin, die scheiße sind. Und dann kommen aber neue Gems rein. Und ja, es leckt ein bisschen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme dann auch lecken wird. Notfalls habe ich ja nochmal die Screenaufnahme und kann dann das halt nochmal komplett einfach so planen und kommentieren. Aber ich hoffe natürlich, dass die Live-Version stehen bleibt. Und ja, wir fangen hier auf jeden Fall bisher, also wir werden 10 spinnen und den Rest poppen. Also poppen im Sinne von 10 auf einmal öffnen. Aber ich glaube, ich werde 5 öffnen, dann die 10er Pops und dann zum Schluss nochmal 5. Ja, bisher eine 6 Sterne Phoenix oder Phoenix, ist ganz nice. 6 Sterne Kristalle immer her damit, oder 6 Sterne, genau, 6 Sterne Champs meine ich. Ja, weil die im Endeffekt mir 7 Sterne Charts geben, ne? Naja, auf jeden Fall, kleiner Versprecher hier am Rande. Was kriegen wir im ersten 10er Pop? Also ich erwarte von diesen Paragon Crystals übrigens nicht viel. Das ist nur so ein kleiner Bonus und gibt mir halt gut ISO dann, weil wir viel ISO brauchen werden für die Rank-Ups. Null erweckt, okay. Also bisher nichts, 6 Sterne nur. Wir wollen auf jeden Fall einen 9 erwischen oder einen 7 Sterne Champ. Naja, immerhin ein Maxic und ein 6er, also 3 6er bisher bei 25, das ist okay. Keine schlechte Quote. Wieder ein 3 6er, okay, das ist okay. Das gibt mir wenigstens 7 Sterne Charts. Da brauchen wir nämlich noch ein bisschen. Ich glaube, jetzt haben wir dann auch genug für den 7. 7 Sterne Kristall. Jetzt schauen wir mal. Ja genau, jetzt haben wir den genau voll. Ja, weitere 10. Okay, Maxic Kingpin nochmal, aber leider kein 7 Sterne, aber ich habe es auch nicht anders erwartet. Naja, ja, die letzten spinnen wir wie nochmal, wie ich es gesagt habe. Ich hoffe, man hört es nicht doppelt übrigens. Aber ja. Auf jeden Fall, also mein Plan zu Cyber Weekend wollte ich euch auf jeden Fall noch kurz erzählen. Also, ist es so, ich
habe mein 7-Sterne-Roster ist ziemlich kacke eigentlich. Und ich kann eigentlich nur gewinnen. Hier bei den Offers, weil bei 7 Kristallen und dann halt noch Titan Crystals, mal schauen. Also ich habe da glaube ich 5 Stück insgesamt dann. Da werde ich aber wahrscheinlich erst in 2 Wochen die öffnen. Aber ich habe wirklich kein gutes Roster, was 7 Sterne angeht. Mir fehlen nur Dupes hauptsächlich und 4 Champs. Hulk, Titania, Mantis. Also ich rede jetzt vom Basic Pool. Und vierter war, ich weiß gar nicht, der Mysterio zum Beispiel auch, fehlt uns als viertes, aber ich weiß gar nicht, da fehlt uns bestimmt noch ein anderer. Naja, auf jeden Fall, wie erwartet, nichts hier dabei, aber das ist gut, weil dann heben wir uns das Glück für die 7-Sterne-Kristalle auf, hoffentlich. Ja, jetzt schauen wir mal. Naja, noch ein 6er Luke Cage, das ist dann von der 6er-Quote her eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent man hat, um die zu ziehen. Ich glaube 9%, ne? Sind das, glaube ich. Vielleicht auch weniger. Ich schaue mal gerade nach. So, Moment. Wir haben, okay, ich habe keine Ahnung, wie viele wir gezogen haben, aber das sind, glaube ich, fast 10, die wir gezogen haben. Ne, weniger. 8, glaube ich. Das ist für 50 Kristalle gut. Ja, nicht außer sehen, die noch kaufen. Kann ich keinen empfehlen, Paragon Crystals mit Units zu kaufen. Niemals. Naja, auf jeden Fall, wir schnacken nicht lange. Wir machen es so, wir gehen rein, raus, rein, raus. Und wir machen es so, wenn wir wirklich Glück haben, öffnen wir nicht alle, weil in 2 Wochen kommen nochmal zusätzlich gute Champs ein. Oh, das ist ein sehr aufregender Moment für mich. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele 7-Sterne-Kristalle auf einmal geöffnet. Und ich brauche wirklich wichtige Dupes. Also Killmonger-Dupe, Kork-Dupe, Sasquatch-Dupe, Hulk, Titania, Domino-Dupe, Bishop-Dupe eventuell, aber ich sage euch, wir haben einen 5er auf Sieg 200, Rang 2. Es fängt nicht so gut an, wobei Spider-Gwen nicht so schlecht ist. Und Mantis halt natürlich. Mangok-Dupe wäre okay, haben wir halt auf Rang 2. Wong-Dupe wäre auch okay. Wiccan wäre gut. Sunspot-Dupe zusätzlich wäre gut. Da ist der Wiccan, okay. Wiccan. Finde ich okay. Neue Champs sind sowieso immer okay. Also bisher. Also, wir brauchen halt wirklich heute. Also, das ist nicht so geil. Source of Proof Supreme ist jetzt First Time Dupe. Ich werde sie wahrscheinlich nicht ranken. Okay. Wir haben noch 2 übrig. Ich denke, ich werde einen Titan Crystal wahrscheinlich schon öffnen. Aber es kommt ganz so. Ja! Titania! Endlich! Endlich einen neuen. Perfekt. Rang 2 auf jeden Fall. Okay. Einen haben wir noch. Wow. Also, das ist endlich mal ein guter Pull. Ah, ich hätte nicht erwartet, dass es Titania zieht, ich sag's euch ehrlich. Hulk! Nein! Elsa Bloodstone. Okay, ist ein neuer Champ. Ist okay. Aber nicht das, was wir wollen. Ja. Dann werden wir nochmal 2 öffnen. Diesmal werden wir direkt, also Sasquatch, Hulk, Domino, Killmonger, Quark, die 5, Mantis, 6. Ja, Mantis, sehr gut. Die braucht auch kein Dupe. Die geht Rang 2, sehr schön.
2 gute Puls. Wir können noch einen 8. öffnen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich für 3500 Units den hole. Ist meiner Meinung nach nicht, lohnt sich nicht. Okay, Rollover Hawkeye. Zum Glück. Dafür einen neuen Champ Cap America Sam Wilson. Naja. Ja, was machen wir jetzt? Also Leute, wir haben hier auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall einen Titan-Crystal öffnen, um zu schauen, was wir kriegen. Wir wollen ja eigentlich alles außer Colossus, Null und was noch nicht. Wir machen es einfach. Bitte enttäusche mich nicht. Ja! Silk! Ja, das ist sehr gut. Okay, okay, okay. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir machen noch einen. Wir wollten eigentlich warten, aber einen machen wir noch. Jetzt haben wir 3 neue Rang 2 Champs auf jeden Fall. Colossus. Ah. Das tut weh. Egal. You win some, you lose some. Ich hätte den zweiten nicht öffnen sollen. So. Jetzt muss ich mal schauen. Wir sind knapp an einem dritten und wir haben hier, also wir haben jetzt einen Rang 3 Champ, aber wir können durch die Angebote uns einen zweiten machen und wir haben noch einen Weg übrig in Necropolis, dann haben wir den dritten und wir haben dann einen Champ Selector, der wird auf Hulk wahrscheinlich gehen und für Rang 3 weiß ich echt noch nicht, was ich nehme und ja, das hier ist eigentlich ein sehr gutes Paket. Ich bin gerade nur im Belegen, ob ich jetzt vorher noch das oben hier auch noch kaufen soll, aber ich sage euch ehrlich, für einen 7-Sterne-Champ, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Ich denke, ich werde jetzt auf Mystic gehen, weil wir haben Titania und es gibt eigentlich nur Mystic. Wobei, es gibt auch noch Quark. Egal. Wir werden jetzt erstmal hier das kaufen und werden auf jeden Fall Mystic nehmen, weil Mystic hat den besten Pool. Und die Chancen sind eigentlich relativ hoch, dass wir was kriegen. Es darf nur kein Sorcerer Supreme sein. Alles andere wäre eigentlich ein Win. Also ein Ebony Maw wäre Sig 40, wäre jetzt auch nicht so nice. Aber alles andere wirklich wäre gut. Weil alles andere wäre First Time Loop. Okay, bitte kein Sorcerer und kein... Ja! Mangob Dupe. Okay, das ist sehr gut. Das wäre sogar ein Rang 3 Kandidat theoretisch. Ja. Aber das ist schon mal gut. Leider keine Jarvis, aber es ist auf jeden Fall schon mal etwas, womit ich arbeiten kann. Der ist nämlich schon Rang 2 und das Dupe ist nicht schlecht. So, was kaufen wir uns jetzt noch? Also das Angebot hier ist eigentlich sehr gut für 2k Units. Das lohnt sich nicht. Wir wollen auch nicht auf 6er uns fokussieren. 6er können wir immer hochhauen, da wird es immer die Rank-Up-Gems geben. Ein 7er denke ich mal jetzt nicht, dass ich es mache. Hier finde ich es zu teuer für ein Treue-Kristall. Und 6000 Units werden hierfür draufgehen. Also wir haben dann noch 6000 übrig. Okay, was machen wir jetzt? Das ist halt auch sehr tempting, ne? 3500, wir sind echt sehr knapp. Sehr knapp, aber wir werden ihn nicht voll kriegen. Ja. Genau. Ich werde auf jeden Fall vielleicht nochmal, also wir haben ja hier einen Titan-Crystal, einen zweiten fast voll. Wie viel würden wir denn kommen? Okay, 18.000, dann würden wir uns noch 2 fehlen. Genau, ja, wir überlegen es noch.
Aber das war es eigentlich soweit mit dem Opening. Ist auf jeden Fall nicht schlecht gelaufen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall Silk, sehr gut. Ich glaube, die braucht kein Loop. Titania dasselbe. Und ja, tatsächlich gibt es hier noch, da muss ich kurz rechnen, 2900. Okay, wir werden auf 16.000, dann die 6.000 weg. Ich rechne gerade, ob wir vielleicht doch einfach drauf scheißen und uns hier noch was holen. Das nicht. Vor allem, wir kriegen hier schon das gleiche, nur besser. Und wie gesagt, wir wollen nicht auf 6er fokussieren. Das ist absolutes Scheiß-Trash-Paket, das kann ich keinem empfehlen. Und das hier ist halt wirklich, boah, echt teuer. Schwierig, schwierig, Leute. Ich werde auf jeden Fall, ich glaube, ich öffne noch einen 6er. Ich glaube, ich mache es einfach. Ich habe irgendwie Lust. Ich muss mal rechnen. Wir haben dann 5000 Units übrig. Ja, wisst ihr was? Das ist halt echt teuer. Egal. Egal, ich mach's. Einen haben wir noch. Bitte lass es keine Enttäuschung sein. Eieiei, was mache ich nur? Es ist riskant. Es lohnt sich eigentlich nicht für 3500 Units, aber egal. Wir machen es trotzdem. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht, weil die Chance schon ziemlich groß ist. Oh, okay, das ist okay. Mysterio. Der geht auf Rang 2. Hat sich, glaube ich, gelohnt für 3500 Units. Ist ein super nerviger Verteidiger. Und wir brauchen unbedingt Champs, die wir auf Rang 3 machen können. Auf Rang 2. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, Leute, was ich auf Rang 2 machen werde. Ich denke Hulk. Auf Rang 3 meine ich. Ich denke, es wird Hulk sein. Weil ich werde durch den Selektor. Also wenn ich hier, also ich habe ja Necropolis noch nicht auf 100%, ein Path fehlt noch und ich habe hier diese drei, die ich noch aufgehoben habe, um zu sehen, was ich ziehe. Und dann kriegt man ja als Bonus noch ein 7-Sterne-Selektor vom Basic. Ich habe ja gesagt, ich gehe all in für ein und das letzte Mal und ich werde dann Hulk auf jeden Fall nehmen und dann, wenn ich 100% Abyss mache, werde ich überlegen, entweder, also das wird dann eine Entscheidung, einen zu duken, das kommt dann ganz drauf an, Killmonger, Korg, Sasquatch oder Domino. Ja. Colossus war kein guter Win, naja. Das war es soweit für ein Video, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen, falls ja, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um in Zukunft nicht zu verpassen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Partner.